Irrungen und Wirrungen. Am Freitag herrscht in Deutschland großes Rätselraten um die politische Zukunft, nachdem die Jamaika-Koalition vom Tisch ist. Kommt sie oder kommt sie nicht? Die große Koalition, die GroKo. Das Motto der SPD lautet in diesen Tagen: Speed kills. Martin Schulz wartet zunächst einmal ab. Es gab eine breite Unterstützung dafür, in Bezug auf Regierungsbildung keine Optionen auszuschließen. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung. Wir haben keinen Zeitdruck. Dass die GroKo fix ist, davon will Schulz nichts wissen. Die Meldung grünes Licht für GroKo-Verhandlungen kann ich jedenfalls klar dementieren. Sie ist schlicht falsch. Da sie aus Unionskreisen zu stammen scheint, habe ich eben auch mit Frau Merkel darüber telefoniert und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel ist. Ich will nicht darüber spekulieren, wer aus der Union wem damit schaden will. Für mich ist jedenfalls eins klar: Wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen. Für viele Farbenspiele ist der Chef der Roten aber zu haben. Wir haben viele Optionen für eine Regierungsbildung. Wir sollten über jede dieser Optionen reden. Genau das werde ich am Montag dem Parteivorstand der SPD vorschlagen. Klar ist auf jeden Fall, wir werden alle Schritte in enger Abstimmung zwischen der Partei und Fraktionsführung der SPD in den nächsten Tagen vornehmen. Die SPD ist offen. Und wir werden auf dem SPD-Parteitag auch andere Varianten beraten. Darüber habe ich, das kann ich in Abweichung von meinem Versprechen, nichts zu sagen, aus diesem Gespräch hier bestätigen. Darüber waren sich meine Gesprächspartner und sind sie sicher heute Morgen im Klaren. Die Chefs von Union und SPD sind nach Angaben aus Parteikreisen bereit zur Aufnahme von Gesprächen, um den politischen Stillstand in Deutschland aufzulösen. Das ist auch ein Ergebnis aus der Runde der Parteichefs mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend.